Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Aufbrauchvideo. Es geht jetzt einmal um die Produkte für den Monat September. Und ich habe hier so ein paar Produkte aufgebraucht und aussortiert. Habe ich, glaube ich, auch ein Teil, was einfach der totale Flop war. Ich stelle euch die Produkte einmal vor. Wenn ihr Lust habt, was ich diesen Monat so verbraten habe, dann bleibt sehr gerne dran und viel Spaß beim Video. Als erstes zeige ich euch einmal ein Shampoo, das leer gegangen ist. Und zwar ist das von Head & Shoulders, dieses Shampoo für juckende Kopfhaut. Ich habe euch, glaube ich, davon schon einmal erzählt. Und zwar habe ich, wie gesagt, manchmal habe ich juckende Kopfhaut. Ich weiß nicht, ob es hormonell bedingt ist, keine Ahnung. Manchmal habe ich so eine Phase, da juckt mir wie verrückt meine Kopfhaut. Sie ist ja auch nicht trocken oder ich habe keine Ahnung. Das ist irgendwie, also es ist seltener geworden. Ich habe es eine Zeit lang extrem gehabt. Ich habe keine Ahnung, woran das gelegen hat. Ich weiß es nicht. Ich habe mir dann auch im Nachhinein Eucerin geholt aus der Apotheke und das hat mir sehr gut geholfen. Und jedenfalls hatte ich am Anfang hier dieses Shampoo ausprobiert von Head & Shoulders. Das hat mir beim die ersten zwei Haarwäschen hat mir das super geholfen, war alles toll und dann habe ich es weiter verwendet und es hat noch viel mehr gejuckt wie vorher. Also das war irgendwie so ein Teufelskreis und meine Friseurin hat mir das auch überhaupt nicht empfohlen. Ich hatte ihr das erzählt und sie hat mir davon abgeraten, hat gesagt, Head & Shoulders trocknet die Kopfhaut so dermaßen aus. Und dadurch ist es irgendwie so ein Teufelskreis geworden. Ne? Ich habe das Shampoo benutzt, hat mir die ersten zwei Male gut geholfen und naja, dann habe ich es halt auch weggepackt. Mein Mann hat es dann aufgebraucht, hat es manchmal benutzt. Also es ist wirklich echt nichts für den täglichen Gebrauch, diese Head & Shoulders Shampoos, weil die greifen anscheinend die Kopfhaut so sehr an. Ich weiß es nicht. Also meine Friseurin hat mir, wie gesagt, davon abgeraten. Ich kaufe das auch nicht mehr wieder. Und das ist jedenfalls für mich ein definitives Flop-Produkt. Wie gesagt, Head & Shoulders kaufe ich nicht mehr wieder. Hat überhaupt nichts gebracht. Im Gegenteil, meine Kopfhaut hat noch viel mehr gejuckt. Und ja, nein, das nehme ich nicht mehr. Dann ist leer gegangen ein Duschgel von Fa. Dieses Cream and Oil mit Kokosnussöl. Das hat sehr gut gerochen, hat mir sehr gut gefallen. So dieses weiche, cremige, dieser cremige Duft. Und ob es jetzt nach Kokosnuss gerochen hat, nö, irgendwie nicht. Aber mir gefällt dieses Duschgel trotzdem. Ich habe das auch schon nachgekauft gehabt. Also das war jetzt nicht das erste Mal, dass ich es benutzt habe. Und ich mag den Duft ganz gerne. Es schäumt gut, was für mich auch immer ganz wichtig ist, dass meine Duschgele gut schäumen und mich schön sauber machen. Und ja, also das hat mir gut gefallen, kaufe ich gerne wieder nach. Aber jetzt habe ich erstmal wieder so ein bisschen was anderes zu ausprobieren. Mal ein bisschen andere Düfte, nicht immer das gleiche, aber da bleibe ich auf jeden Fall irgendwie mal hängen und für mich auf jeden Fall ein Nachkaufprodukt. Dann ist leer gegangen von Nivea eine Handcreme. Und zwar 3-in-1 Repair, Soforthilfe, Tiefenpflege, langanhaltender Schutz mit Dexpanthenol. 75 ml sind hier enthalten. Die Creme ist super, völlig in Ordnung, hilft bei rauen, rissigen Händen, wenn die sehr trocken sind, akut, zieht schnell ein. Sie ist sehr reichhaltig, leichtes Gefühl, hat mir gut gefallen, auf jeden Fall ein Nachkaufprodukt. Kommen wir zu einem definitiven Flop-Produkt. Also, in meinem letzten Haul, glaube ich, habe ich von Essence dieses Eyebrow Gel gekauft. In der Farbe 02 Blond. Ich habe es ausprobiert. Und dieses Augenbrauen-Gel ist so schlecht. Also ich habe es irgendwie mit drei verschiedenen Pinseln versucht, mir aufzutragen. Das Produkt ging hier raus, aber es war irgendwie so bröselig,
trocken. Also ich habe es überhaupt nicht auf meine Augenbrauen oder geschweige denn in meine Augenbrauen reinbekommen. Also ein ganz, ganz schlechtes Produkt. Kaufe ich nicht mehr wieder. Ich hatte schon mal von Essence eine Eyebrow-Pomade gehabt in Braun. Aber die ist mir definitiv zu dunkel. Die habe ich auch vor längerer Zeit schon mal entsorgt, weil mir die Farbe einfach zu dunkel war. Und die war gut. Die war echt super. Und ich weiß nicht, ob sie die Textur verändert haben. Keine Ahnung. Jedenfalls ist dieses hier definitiv mega schlecht gewesen. So, dann habe ich noch ein so dermaßen Flop-Produkt. Und zwar ist das von Catrice, dieser Brow Pen. Den habe ich mir auch neu gekauft. Der hat hier diese drei Strichelchen so zu malen. Und wie ihr seht, ich male hier rauf, zack, 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 zack. Und was davon abkommt, ist kaum Produkt. Ich weiß nicht, ob dieses Produkt, also ich muss so doll aufdrücken, dann kommt Farbe ab. Aber ich glaube, das ist nicht der Sinn der Sache. Weil dann bräuchte man da vorne auch diese kleinen Zacken nicht. Also ich habe es ausprobiert, um mir Härchen nachzustricheln. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Und wie gesagt, wenn ich da doll aufdrücke, dann habe ich da einen mega fetten Balken auf meiner Augenbraue. Vielleicht ist es ein Montagsprodukt. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, der war überhaupt nicht gut. Das ist die Farbe 010 Ash Blond. Der war einmal probiert. Der kommt so in Müll. Also ganz, ganz schlechter Augenbrauenstift. Dann ist wieder leer gegangen von Akkumed meine Linsenlösung für meine Kontaktlinsen. All-in-One Kombilösung reinigen, desinfizieren, aufbewahren. 360 ml sind da drin. Für mich immer wieder Nachkaufprodukt. Ich benutze nichts anderes. Hole ich immer von Rossmann. Komme ich sehr gut mit zurecht und darum. Also für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis echt ein ganz, ganz tolles Produkt. Dann haben wir leer gemacht eine Zahncreme von Colgate mit, also diese Max Fresh mit Cooling Crystals. Die hat mir sehr gut gefallen. Die war überhaupt nicht scharf. Die war vom Geschmack her sehr angenehm, hat einen frischen Atem verpasst, kann ich sagen. Und also die Zahncreme mochten wir sehr gerne. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist ein Nachkaufprodukt für mich und 75 ml sind drin. Zahncreme. Ist okay. Dann ist noch leer gegangen eine Mundspüllösung von Eurodont. Ich weiß gar nicht, wo habe ich die her? Ich glaube, die ist von Aldi. Die ist ohne Alkohol. Ich kaufe nur noch Mundspüllösung ohne Alkohol. Ich hatte letzte eine mitgehabt, die war schrecklich, die hat so gebrannt im Mund. Und die von Aldi, die Mundspüllösung finde ich super. Auch diese ganz helle von Edeka, die Elkos. Ich hole mir nur die günstigen. Ich hatte einmal mir diese teure geholt. Wie heißt sie noch? Ach, die ist doch auch so bekannt. Ich schreibe euch das nochmal eben mit rein. Ich komme jetzt leider nicht auf den Namen. Also die habe ich einmal gekauft und nie mehr wieder. Die war so, so scharf. Katastrophe. Echt. Ich weiß nicht, wie Leute diese Mundspüllösung benutzen können. Ja, die kaufe ich nie wieder. Für mich nur die günstigen, am besten durchsichtig oder hellblau von der Farbe jetzt her. Dann habe ich mein Rexona Deo leer gemacht. Shower Fresh Motion Sense. Antitranspirant. Ja. Shower Fresh ist die Duftrichtung, genau. Rexona Deos kann ich empfehlen. Ganz, ganz toll. Sie halten den ganzen Tag morgens aufgesprüht. Abends duftet man immer noch danach. Ganz tolles Produkt. Färbt nicht in den Klamotten ab. Also wenn man sich das aufsprüht, was Schwarzes überzieht, habe ich keine Probleme. Rexona, immer wieder Nachkaufprodukt. Ganz toll. Man riecht immer schön frisch. Dann ist eine Seife leer gegangen von Balea. Das ist der Duft Frangipani Pacific Vibes. Das war auch eine Limited Edition.
Die Seife hat gut gerochen, hat gut gereinigt. Also war völlig in Ordnung. Aber ich benutze ja immer gerne, also ich liebe die Balea-Seifen und ich hole mir halt immer eine andere. Einfach um diesen, ich liebe Düfte. Ich liebe einfach Düfte und ich probiere gerne neue Sachen aus. Und deswegen nehme ich einfach immer wieder eine andere Seife. Aber die Balea-Seifen finde ich einfach super. Vor allem für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis. Ne? Ich glaube, das kriegt man 500 Milliliter und ich weiß nicht, was kosten die? 60 Cent oder so, 55 Cent, ich habe keine Ahnung. Also ist ja bei Rossmann genau das Gleiche, aber ich mag die Seifen von DM einfach lieber. Dann ist ein Trockenshampoo leer gegangen von Isana. Dieses Trockenshampoo, das ist das Volumen-Trockenshampoo für normales und feines Haar. Ich mag die Isana Trockenshampoos sehr gerne. Die tun, was sie sollen, für wenig Geld. Und die haben ja auch manchmal so Limited Editions und die sind auch mittlerweile auch ohne Mikroplastik. Und ja, also die Isana Trockenshampoos kann ich wärmstens empfehlen. Hinterlassen keinen weißen Schleier auf eurer Kopfhaut. Also man muss es natürlich gut ausrubbeln oder ausbürsten, wie auch immer, wie man das macht. Und ja, die mag ich gerne, kaufe ich gerne wieder nach. Und ist mal eine günstigere Alternative zu den Batiste Trockenshampoos, die ich aber auch sehr liebe. Ja. Dann sind einmal Feuchttücher leer gegangen. Ich hole immer diese günstigen Feuchttücher, die haben wir immer im Bad liegen. Immer so eine Packung. Das ist einfach immer noch für meinen Sohn, für den Popo immer noch zu benutzen. Oder auch so, wenn man unterwegs ist, diese Feuchttücher ist einfach. Weiß ich nicht, wenn man Mama ist, dann. Also auf diese Idee kommt man irgendwie auch erst als Mutter, diese Feuchttücher zu benutzen. Also ich hätte sie viel früher schon benutzen können, aber irgendwie kommt man da nicht zu. Und das sind so, so tolle Alltagshelfer in allem, wenn man unterwegs ist. Dann gerade auch für die Kinder Eis gegessen oder wenn man schmutzige Finger hat und. Auch, ja, wie gesagt, zu Hause auf dem WC ist immer noch eine günstigere Alternative als dieses feuchte Toilettenpapier. Da man bedenkt, da sind, glaube ich, 25 oder 30 Tücher drin für 1,50 €, keine Ahnung. Hier sind 80 Tücher drin für 80 Cent oder so. Also überlegt euch das mal. Das ist definitiv eine günstigere Alternative als dieses feuchte Toilettenpapier. Das ja, ist ein Viertel hiervon drinne und kostet das Doppelte. Ne? Feuchttücher kann ich jedem empfehlen, im Haushalt zu haben. Dann habe ich noch hier diese Anti-Pickel-Patches leer gemacht. Ja, brauche ich nicht viel zu sagen, glaube ich. Jeder von uns kennt einen Pickel im Gesicht und wenn man so einen richtig schönen dicken Fremdkörper da im Gesicht hat, ist es für keinen schön. Und ich finde diese Pickelpatches super dafür. Wenn die noch so schön unter der Haut sind, man da irgendwie nichts tun kann, dass wenn man das Ding anfasst, hat man das Gefühl, es schwillt noch mehr an, macht man sich so ein Pickelpatch über Nacht drauf. Am nächsten Morgen ist der definitiv kleiner. Lasst die Finger von diesem Pickel. Ich rate euch das wirklich. Und ja, also die trocknen die Pickel gezielt aus. Sie sind mit Salicylsäure. Und ich habe die Dinger schon gehabt. Da war ich, glaube ich, 14. Also die sind schon Ewigkeiten in meiner Sammlung. Und die hole ich mir immer wieder nach. Und die halten echt eine halbe Ewigkeit. Ne? Da sind 36 Stück drin. Ich weiß nicht, ich komme mit diesen Dingern, glaube ich, 3 Jahre hin oder so. Also die benutze ich echt selten. Da halt eben, wenn man so einen dicken, oschigen Gesicht hat, dann kommt da so ein Ding drauf und über Nacht und am nächsten Morgen ist er definitiv kleiner. Probiert das mal aus. Ich glaube, diese Patches kosten 99 Cent für 36 Stück und ist wirklich nicht der Rede wert. Kann man ruhig mal ausprobieren. Dann habe ich eine kleine Parfümprobe leer gemacht. Und zwar ist das von Giorgio Armani, My Way. Ganz, ganz toller Duft.
Gefällt mir sehr gut, ist so richtig schön für den Herbst, für den Winter, so nicht zu schwer, aber eher doch ein bisschen mehr, wärmer irgendwie. Also hat mir sehr gut gefallen. Schnuppert mal dran, wenn ihr die Gelegenheit habt, beim Douglas oder keine Ahnung, wo es das gibt. Giorgio Armani, My Way, ein ganz, ganz toller Duft. Dann habe ich eine Maske leer gemacht. Ich habe jetzt leider nur noch hier diese untere Hälfte. Und zwar ist das gewesen von Luvos Heilerde. Diese Luvos Heilerde-Masken finde ich sowieso mega. Sie sind richtig schön, wenn man ein bisschen unreine Haut hat. Und ich habe halt einfach manchmal eine Phase, es ist auch gerade jetzt wieder, ich habe einfach Pickel. Ne? Gerade so hormonell bedingt am Kinn. Zwischendurch mal kennt jede Frau. Und der eine hat es mehr, der andere weniger. Und ich benutze dann gerne einfach mal so eine Maske für unreine Haut. Und die von Luvos mit Heilerde sind einfach klasse. Die hat mir gut gefallen mit Algen, Meerwasserextrakt und naturreiner Heilerde. Also die kann ich euch gut empfehlen, wenn ihr ein bisschen unreine Haut habt. Hat mir gut gefallen. Ich glaube, ich kam jetzt mit diesem kleinen Ding hier, da sind drin 7,5 Milliliter, drei Anwendungen mit hin. Ne? Normalerweise sind die für zwei. Ich habe es jetzt für drei Anwendungen benutzt und ja, dafür sind die. Ist halt aus dem Doppelpack, ne? Zweimal 7,5 Milliliter sind da dran und die hat mir ganz gut gefallen. Dann habe ich jetzt noch zwei Produkte und dann war es das mit meinen aufgebraucht für September. Quasi habe ich jetzt noch mal ein Flop-Produkt und ein Top-Produkt. Fangen wir an mit dem Flop-Produkt. Ich habe eine kleine Mini-Mascara zum Testen zugeschickt bekommen. Und zwar ist das hier die von MAC. Im ersten Moment macht man sie auf und denkt so, boah, viel Produkt dran, tolles Bürstchen, ne? Also ganz, ganz toll. Ich war am Anfang, habe ich gedacht, super, die kann bestimmt was. Ich habe sie aufgetragen, ich habe sie auch wirklich bis zum Schluss, bis zum Ende versucht. Ich habe gedacht, gut, gib ihr eine Chance, immer wieder, jeden Morgen. Ich bin jemand, bei dem muss es ja schnell gehen, wie ihr wisst. Ich habe keine Lust, da morgens 10 Minuten an der Wimperndusche rumzufummeln. Und jedenfalls habe ich die morgens aufgetragen. Ich glaube in 3, 4, 5 Schichten, ich habe keine Ahnung. Es kam ordentlich Farbe auf die Wimpern. Keine Frage, wenn ich mich abends abgeschminkt habe, habe ich das Gefühl, ich war ein Panda-Bär. Aber man hat überhaupt nichts gesehen an den Wimpern. Also so eine natürliche Mascara habe ich noch nicht erlebt. Wirklich. Wenn ihr auf Natürlichkeit für eure Wimpern steht, ist das bestimmt eine ganz, ganz tolle Mascara. Kann ich euch empfehlen. Ansonsten, wenn ihr wie ich Wimperntusche auftragt und ihr möchtet etwas sehen, dann ist diese Wimperntusche definitiv nichts. Also mir hat sie überhaupt nicht gefallen. Ich war froh, sie mal ausprobieren zu können. Hätte ja auch anders sein können. Und ja, also die, das ist die In Extreme Dimension 3D Black Lash Mascara. Ja, kein tolles Produkt für mich. Ein Flop, definitiv. Dann habe ich hier aber noch ein ganz, ganz tolles Produkt. Das habe ich mir jetzt auch nachgekauft. Und zwar ist das hier von Essence. Dieses Augenbrauen-Gel, Eyebrow Gel Mascara in der Farbe. Moment, ich habe sie hier auch noch in neu. Habe sie mir nämlich nachgekauft. Ne? Aber hier steht auch keine Farbe. Doch, ein 01 Blondie Brows ist das. Ja. Ne, hier so eine kleine Mascara-Bürste dran. Oder wie nennt man das? Ja, so eine kleine Mascara-Bürste, ne? Mit so kleinen Fasern. Hier kann man auch noch so ein bisschen was sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber auf jeden Fall sind da so kleine Fasern dran, die man sich dann in die Augenbrauen einarbeitet. Man kann sie schön ein bisschen in Form bürsten. Die hält super, die Mascara. Ne, also sie hält die Augenbrauen in Form, die fallen nicht runter, halten bei mir den ganzen Tag, wenn ich da nicht gegenkomme. Und auf jeden Fall finde ich die super. Ich hatte die auch in Braun, aber dafür ist mir die einfach zu dunkel. Und diese Farbe 01 Blond ist
eine tolle Farbe für mich passt und auf jeden Fall ein Nachkaufprodukt. Und sie hält lange. Also ich kam da jetzt echt lange mit hin und jetzt jedenfalls ist sie leer gegangen, habe ich mir nachgekauft und ja, ganz toll. Ja, das war's. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich freue mich schon auf das nächste Aufgebraucht-Video wieder. Dann haben wir schon Oktober, überlegt mal. So, Ende Oktober sehen wir uns dann wieder beim nächsten Aufgebraucht-Video. Und dann ist echt nicht mehr lange hin und dann ist schon wieder Weihnachten. Jetzt sowieso, ich glaube, die jetzige Zeit wird sowieso wieder rennen wie im Flug. Also das vergeht ruckzuck und ja. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich mega über einen Daumen nach oben freuen, über einen schönen Kommentar von euch. Und dann sehen wir uns ganz hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, bleibt mir alle gesund und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!